Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Sie sind jetzt live dabei bei unserem Webinar in der Reihe Recht und Europa. Mein Name ist Margret Fröhlich von der Evangelischen Akademie. Die Veranstaltung heute Abend ist die zweite in der Reihe Recht und Europa, aber es ist die erste, die wir virtuell anbieten. Insofern also eine Premiere. Und dass diese Veranstaltung heute stattfinden kann, das verdankt sich der Zusammenarbeit von drei Institutionen. Und zwar der Evangelischen Akademie Frankfurt, dem Richterbund Hessen und der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Und dafür möchte ich mich bei den beteiligten Kooperationspartnern bedanken. Ich begrüße nun alle Mitwirkenden, die Ihnen auch gleich namentlich vorgestellt werden und die Sie dann vor allem auch sehen werden. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie sich so umstandslos bereit erklärt haben, bei unserem Webinar mitzumachen. Und ich bin gespannt auf das Gespräch. Als Moderator begrüße ich nun Jan Wilmroth von der Süddeutschen Zeitung. Er arbeitet als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Frankfurt und als Wirtschaftswissenschaftler sind seine Schwerpunktthemen Banken, Finanzmärkte und Wirtschaftskriminalität. Herzlich willkommen, Herr Wilmroth, und damit übergebe ich die Gesprächsleitung an Sie. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Fröhlich, für die nette Einführung, für die freundlichen Worte. Auch von mir ein ganz liebes Hallo zu diesem Abend. Ich dachte, wir stellen uns jetzt einfach alle vor, wir wären in den schönen Räumen der Evangelischen Akademie am Römer und tun so, als würden wir da alle zusammensitzen. Das fühlt sich natürlich überhaupt nicht so an. Gleichwohl haben wir uns sicher alle mehr oder weniger in den vergangenen Wochen daran gewöhnen können, viel Zeit in Videokonferenzen zu verbringen, in Videotelefonaten. Ob mit der Familie, ob mit Kollegen im dienstlichen Bereich. Insofern sind wir vielleicht schon ein bisschen erprobt, aber natürlich, Sie haben es gesagt, Frau Fröhlich, ist das eine Premiere, auch für mich als Moderator ein Webinar zu moderieren. Das habe ich noch nie getan. Von daher, Welpenschutz kann ich sicher nicht mehr beantragen, aber vielleicht ein bisschen Nachsicht, wenn es irgendwelche technischen Probleme geben sollte, um das auch schon gleich abgehandelt zu haben. Der Hinweis auf die Technik. Sie alle, die Sie zugeschaltet sind als Zuschauer, können während der gesamten Veranstaltung Fragen stellen. All diese Fragen können wir Diskussionsteilnehmer sehen. Und ich habe mir vorgenommen, das so ein bisschen im Blick zu behalten. Das heißt, ich würde Sie ermutigen, einfach, wenn Sie irgendwelche Anregungen haben oder Fragen, dann einfach in den Chat hinein damit. Und wir sehen das dann und greifen das dann auf, beziehungsweise ich greife das dann auf. Und so kann man die Veranstaltung irgendwie früher für das Publikum schon öffnen. Also dazu herzliche Einladung. Genau, ansonsten freue ich mich sehr über die Zusammensetzung des heutigen Abends. Auf der Bühne sozusagen begrüßen Sie mit mir Frau Margarete Hoffmann. Margarete Hoffmann ist eine sehr erfahrene Beamtin, die schon seit geraumer Zeit in Brüssel arbeitet, ihre Karriere einst als Staatsanwältin auch in München begonnen hat. Schwerpunkt Wirtschaftsstrafsachen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch damals schon. Seit 2004 bei OLAF, bei der Europäischen Antibetrugsbehörde und dort zuständig für Politik als Direktorin, also die leitet den politischen Bereich, zu dem ganz viele Einzelthemen gehören. Und in ungefähr 2 Wochen wird Ihr Aufgabengebiet wechseln und dann werden Sie eine operative Einheit leiten, auch als Direktorin der OLAF. Was es damit auf sich hat, was daraus wird, das werden wir erfahren heute Abend. Und wir werden auch, und das interessiert mich persönlich auch sehr, viel erfahren über die Schnittstellenarbeit zur Europäischen Staatsanwaltschaft, die jetzt gerade sich im Aufbau befindet. Dann begrüße ich Stefan Schlotter. Er ist Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen, und hat vor allem Fälle von Bestechung und Korruption auf dem Tisch, kümmert sich um Geldwäsche, Untreuefälle. Das sind so seine Steckenpferde. Und er bringt die Perspektive des Ermittlungsbeamten mit, der
ja, nach, bei Forderungen nach mehr Europa, nach mehr Zentralisierung, nach supranationaler Organisation im Bereich des Strafrechts eher zurückhaltend ist und uns erzählen wird, worauf er Wert legt und wie er glaubt, dass eine europäische Zusammenarbeit oder eine Europäisierung der, des Strafrechts und des Strafprozessrechts gelingen kann, ohne dass man gleich neue Behörden schafft und die mit allerlei Kompetenzen ausstattet. And last but not least, Dr. Rudolf Christzeleit. Er war Staatssekretär für Justiz und Integration von 2009 bis 2014. Blickt zurück auf eine lange und vielfältige Laufbahn, unter anderem auch als Staatsanwalt bereits in den 80er Jahren für Wirtschaftsstrafsachen, damals noch Staatsanwaltschaft am Landgericht Frankfurt. Arbeitet heute wieder als Rechtsanwalt hier in direkter Nachbarschaft. Zu mir ist die Kanzlei im Frankfurter Nordend. Und er ist zugleich Vorsitzender des Fördervereins der Evangelischen Akademie in Frankfurt und bringt ein bisschen mehr die Perspektive der, des legislativen Bereichs mit und hat einige doch sehr weitreichende Forderungen mitgebracht, wie ich finde, was ich ja, als Anregung sehr schön finde und freue mich jetzt auf Ihre Denkanstöße, Herr Christzeleit. Sie haben das Wort. Herr Wilmroth, ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Gruß an alle Teilnehmer in diesem ungewohnten, aber wie es so schön heißt, modernen Format. Ja, die Europäische Union verweist gerne auf wesentliche Errungenschaften der europäischen Integration. Freizügigkeit der Menschen, freier Güter- und Kapitalverkehr, freie Arbeitsplatzwahl. Gleichzeitig haben in der Europäischen Union immer noch die einzelnen Mitgliedstaaten das letzte Wort. Dies gilt vor allem für die Kernkompetenzen eines Staates und dabei auch vor allem für die Justiz, insbesondere die Strafjustiz. Dies führt zu einem Ungleichgewicht. Auf der einen Seite ökonomische Freiheit, etwa bei finanziellen Transaktionen. Auf der anderen Seite einzelstaatlicher Vorrang bei der Formulierung und bei der Verfolgung von Strafnormen. Wirtschaftskriminelle können dieses Ungleichgewicht auf verschiedene Weise ausnutzen. Einmal bestehen unterschiedliche einzelstaatliche Rechtsnormen, etwa bei Betrug oder Korruption. Zum anderen bleiben bei der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten die Grenzen bestehen, die für finanzielle Transaktionen gerade abgeschafft wurden, durch die nun Vermögensdelikte ermöglicht werden. Meine Damen und Herren, realistisch betrachtet erscheint es illusorisch, eine EU-weite Vereinheitlichung der Strafnormen anzustreben. Das gilt sowohl für unser Strafgesetzbuch als auch für das Nebenstrafrecht etwa für Kapitalgesellschaften. Also müssen Wege gefunden werden, Strafverfolgung grenzüberschreitend zu ermöglichen, Wege, die schneller und effizienter als die bisherigen Wege der Rechtshilfe arbeiten. Deswegen fordere ich oder rege ich an, erstens, die Ermittlungsbehörden müssen die Möglichkeit erhalten, auch bei Vermögensstraftaten, strafprozessuale Entscheidungen EU-weit durchzusetzen, etwa Beschlagnahmen, Durchsuchungsanordnungen, Zeugenvernehmung. Der europäische Haftbefehl ist hier ein erster Schritt gewesen, dem weitere folgen müssen. Zweitens, die Ermittlungsbehörden eines Landes müssen auf die Exekutivorgane, Polizei, Zoll, Steuerfahndung, aller EU-Staaten zugreifen können und dürfen. Drittens, mindestens aber muss den Ermittlungsbehörden erlaubt sein, die eigenen nationalstaatlichen Exekutivorgane mit Maßnahmen außerhalb der eigenen nationalen Grenzen beauftragen zu dürfen. Meine Damen und Herren, eigentlich müssen EU-Kommission und Mitgliedstaaten noch einen Schritt weitergehen. Für bestimmte Delikte, und dazu zähle ich auch die Vermögensstraftaten,
muss eine EU-Staatsanwaltschaft mit EU-weiten Kompetenzen eingerichtet werden, die dann auf die innerstaatlichen Polizeiapparate zugreifen darf, solange es keine eigene EU-Polizei gibt. Meine Damen und Herren, ich bin nicht naiv. Diese Überlegungen setzen die Bereitschaft der Mitgliedstaaten voraus, auf Kompetenzen in dem sehr sensiblen Bereich der inneren Sicherheit zu verzichten. Sind die Mitgliedstaaten dazu bereit? Und meine Damen und Herren, ergänzend möchte ich auf Folgendes hinweisen. Die Europäische Union vergibt jedes Jahr Milliardenbeträge über ihre Fördertöpfe. Auch diese Gelder sind Ziel von kriminellen Aktivitäten, denn nicht immer scheint deren zielgenaue Verwendung gesichert zu sein. Und wie sichert sich die EU selbst gegen solche Formen von Wirtschaftskriminalität ab? Meine Damen und Herren, auf diese unterschiedlichen Fragen erhoffe ich mir von der heutigen Veranstaltung interessante Antworten und freue mich auf die weitere Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Grisseleit. Das waren interessante Anregungen. Ich finde, Sie werfen wichtige Fragen auf, Sie erheben aber auch sehr weitreichende Forderungen. Und das ist eine gute Diskussionsgrundlage für unser weiteres Gespräch. Ich habe eben vergessen, ein bisschen noch den Ablauf zu skizzieren. Es ist ja ein Webinar, abgeleitet von Seminar. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir mit Vorträgen beginnen. Und zwar ein Vortrag von Frau Hofmann und ein weiterer Impulsvortrag von Schlotter. Und Sie wissen, wie das ist bei solchen Veranstaltungen. Man sagt Impulsvortrag 5 Minuten und dann werden daraus 15. Meine Aufgabe ist es unter anderem ein bisschen darauf zu achten, dass die Zeit gewahrt wird. Ich bin aber total neugierig und werde sicher nicht nach 5 Minuten Stopp rufen, wenn Frau Hofmann uns erzählt, was OLAF tut, die Europäische Antibetrugsbehörde. Das ein bisschen mit Zahlen, anhand von Zahlen auch erläutert, was OLAF in Zukunft tun wird und was es mit der Europäischen Staatsanwaltschaft auf sich hat. Also genau über die Bereiche, in denen das Strafrecht oder wo es um bestimmte Deliktsformen, den Subventionsbetrug im Bereich der EU-Subventionen, da wo das Strafrecht schon europäisiert ist und institutionalisiert ist auf europäischer Ebene. Von dort hören wir jetzt den Vortrag von Frau Hofmann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wilmroth, und auch vielen Dank, Herr Grisseleit, für die Einführung und für Ihren Impuls mit sehr weitreichenden Forderungen. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen zur Realität zurück und ich würde gerne ein bisschen aus der Arbeit des Europäischen Betrugsbekämpfungsamtes OLAF berichten. Wir sind so ein Zwischending zwischen einer administrativen Untersuchungsbehörde und ja einer künftigen Staatsanwaltschaft. Dazu werde ich im Einzelnen auch etwas sagen. Aber ich wollte einfach Ihnen ein bisschen Anschauungsunterricht geben aus unserer Arbeit und beginne mit ein paar Zahlen, nicht direkt aus unserer Arbeit, aber zur Wirtschaftskriminalität in Europa. Wenn Sie bitte, genau. Das ist die Präsentation. Die kann übrigens auch, wer möchte, auch bekommen. Also auf Anfrage stelle ich die gerne zur Verfügung. Ja, bitte die nächste Slide, bitte. Ja, ein paar Zahlen hier vom Eurobarometer vom Dezember 2019. Das sind generelle Zahlen, eine Umfrage bei den Unternehmen und der Wirtschaft. Und da sehen Sie auf der linken Seite, dass in Europa aufs Ganze gesehen 63% meinen, dass von dem Business, dass eben die Korruption weit verbreitet ist. Im Gegensatz dazu Deutschland, das ist der innere Bogen, nur 31% denken, dass eben Korruption weit verbreitet ist. Und das ist von 2017 zu 2019 enorm hat das abgenommen um 25 Prozentpunkte. Also wir stehen da im Vergleich an sich ganz gut da. Ganz interessant ist auch die rechte Seite. Wenn Sie da hinschauen, die obere Linie ist die EU und darunter das hellere ist Deutschland.
Beim ersten schneidet Deutschland etwas schlechter ab. Wenn es darum geht, wird Korruption auch von der Polizei oder auch Staatsanwälten aufgegriffen. Da denkt die EU-Business-Gemeinde, dass das weitgehend der Fall ist. In Deutschland ein bisschen weniger. Nur 41% im Vergleich zur EU, 44%. Aber wenn es dann zum Gericht geht und dann die Straftäter verurteilt werden sollen, da ist es in Deutschland so, dass man eben der deutschen Justiz doch etwas mehr zutraut als die anderen EU-Mitgliedstaaten ihrer Justiz. Das ist ein ganz interessantes Ergebnis. Nächste Slide, bitte. Ja, wir werden immer wieder gefragt, das Europäische Betrugsbekämpfungsamt, wie viel Betrug in der EU gibt es denn? Also mit EU-Geldern. Wir sind ja die Europäische Betrugsbekämpfungsbehörde, von daher spreche ich über Betrug zu Lasten des europäischen Haushalts. Also all die Mittel, die in die Mitgliedstaaten fließen aus dem europäischen Haushalt. Wie viel Betrug gibt es denn? Ich kann dazu nur sagen, meine Message ist, wir wissen es nicht genau. Wir haben natürlich bestimmte Möglichkeiten, auch dem nachzugehen. Alle Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Unregelmäßigkeiten, auch Betrugsunregelmäßigkeiten uns zu melden, also der Europäischen Kommission und Olaf zu melden. Und dann sehen Sie auch die Zahlen unseres Berichts von 2018. Das nennt sich die Detection Rate, also die Aufdeckungsrate. Und die ist insgesamt von all den Geldern, die von allen Zahlungen, die ausgegeben worden sind, sie ist die Betrugsrate, das ist das dunkelblaue, auf der linken Seite 0,71%. Das ist höher als in früheren Jahren, 0,71% aller Zahlungen. Und insgesamt sind uns 679 betrügerische Unregelmäßigkeiten 2018 gemeldet worden. Höher fällt der Bereich aus, die Zahlen aus im Bereich der Einnahmen. Wir schützen den Haushalt auf der Ausgabenseite, also wenn Geld ausgegeben wird, aber auch Einnahmen, das sind zum Beispiel Zölle und auch ein Anteil der Mehrwertsteuer. Das gehört auch zum europäischen Haushalt und wir bekämpfen zum Beispiel auch Zollbetrug. Und da sind die Zahlen, wie Sie sehen, oft etwas höher. Ganz interessant ist der Vergleich mit Deutschland. Da sehen Sie auf der sogenannten Ausgabenseite ganz minimale Beträge. Also da werden uns sehr wenig Betrug gemeldet, also zum Beispiel bei großen Infrastrukturprojekten, die von der EU gefördert werden. Sehr, sehr geringe Zahlen. Auf der anderen Seite sind die Zahlen bei dem Einnahmenbetrug und Unregelmäßigkeit in diesem Bereich weitaus höher. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel der Hafen Hamburg, da werden sehr viele Zölle erhoben und da kommt es natürlich dann auch zu Unregelmäßigkeiten und Betrug. Also das hängt mit dem Status von Deutschland als Handelsland zusammen. Warum die Zahlen, die gemeldeten Zahlen im Ausgabenbereich so niedrig sind, da kann man natürlich sagen, okay, Deutschland bekommt jetzt aus Kohäsionsstruktur fast nicht so viel Geld. Meine Kollegen sagten mir auch, dass in der Regel die Beträge relativ gering sind, die an die Zuwendungsempfänger gehen und dass insgesamt Deutschland doch keinen schlechten Job macht. Nächste Slide, bitte. Ja, ich kann hier nicht so sehr in die Einzelheiten gehen, aber Ihnen nur ein kleines Schlaglicht zu geben, dass im Bereich der Kohäsion, also es sind nochmal die Investitionsfonds, die Forderung von Infrastrukturprojekten, Verkehrswegen, Angleichung der Lebensverhältnisse in den Programmperioden, dass der Bereich, der am anfälligsten ist, ist die öffentliche Auftragsvergabe. Das wird Sie nicht wundern. Und vor allem, Sie sehen es in der zweiten Zeile, öffentliche Auftragsvergabe ist relativ gering, nur 2,2% von allen Unregelmäßigkeiten. Aber das Schadensvolumen ist enorm groß und das wissen Sie sicherlich auch, das erklärt sich daraus, dass natürlich dann eben oft sehr, sehr große Projekte im öffentlichen Ausschreibungsverfahren ausgewählt werden und dass es da doch des Öfteren zu Unregelmäßigkeiten und bis hin zu strafrechtlich relevanten Verhalten kommt. Nächstes bitte. Übrigens wird das auch durch unsere Untersuchung bestätigt, also auch durch unsere administrativen Untersuchungen wird diese Erkenntnis bestätigt.
Jetzt ganz kurz Mandat und Tätigkeiten von Olaf. Sie können das alles auch in unseren Jahresberichten auf unserer Webseite nachlesen. Da oben habe ich so eine kleine Olaf Business Card. Das ist ein neues Video, ganz kurz, was wir machen. Leider im Moment nur auf Englisch verfügbar. Aber unser Hauptmandat ist, wir schützen den EU-Haushalt gegen illegale Aktivitäten, das Geld der Steuerzahler. Wir führen administrative Untersuchungen durch. Wir haben keine Zwangsbefugnisse, aber wir können vor Ort Kontrollen machen, wir können Interviews machen, wir machen forensische Tätigkeiten und sind in dieser Tätigkeit auch unabhängig. Es gibt eine Rechtsgrundlage für unsere Arbeit, wir haben sogar eine Rechtsgrundlage im EU-Vertrag. Was besonders ist an Olaf, ist noch auf der rechten Seite, wir sind damals gegründet worden vor 20 Jahren, weil es große Unregelmäßigkeiten innerhalb der Europäischen Kommission gab. Die musste damals insgesamt zurücktreten. Und deswegen sind wir auch so eine Art, ich sag's mal salopp, interne Antikorruptionspolizei. Also wir sind ein interner Dienst, der Korruption verfolgt. Übrigens nicht nur bei der Europäischen Kommission, sondern in allen EU-Institutionen, einschließlich des Europäischen Parlaments. Das muss man wissen. Das ist natürlich oft sehr heikel, schwierige Fälle. Aber ganz wichtig, null Toleranz gegenüber unregelmäßigem Verhalten von EU-Bediensteten. Und dann der Bereich, für den ich im Moment noch zuständig bin, Politikentwicklung. Wir ziehen Lehren aus unserer operativen Tätigkeit und setzen das in Betrugsprävention um für die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten. Nächste Slide. Ja, ich weiß nicht, ob es am Anfang schon gesagt hat, mich würde interessieren, vielleicht können Sie das im Chat aufnehmen, wer schon mal von Olaf gehört hat. Ich habe nämlich den Eindruck, in Deutschland ist Olaf nicht so sehr bekannt, was im Grunde sehr schade ist. In Zahlen ganz kurz, wir haben also im Zeitraum 2010 bis 2018 etwa 2000 Untersuchungen abgeschlossen und wir haben keine Zwangsmaßnahmen, um unsere Ergebnisse durchzusetzen. Wir machen einen Fallbericht und können dann vier Arten von Empfehlungen abgeben. Wenn es strafrechtlich relevant ist, geben wir das ab an die Staatsanwaltschaften in den jeweils zuständigen Mitgliedstaaten. Aber wichtig ist für uns, we want our money back. Wenn das Geld nicht dorthin geflossen ist, wo es hätte hinfließen sollen, dann empfehlen wir Wiedereinziehung oder finanzielle Korrekturen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich und Sie sehen, wir haben in dem Zeitraum fast 7 Milliarden Euro zur Einziehung empfohlen. Dann gibt es auch administrative Empfehlungen, auch zur Betrugsprävention und disziplinarrechtlich natürlich mit Blick auf die internen Untersuchungen. Nächste Slide. Ja, das ist aber, das gehe ich nicht näher drauf ein, das sind die Ergebnisse aus dem Jahr 2018, die waren nicht so doll, 2019 ist es wieder etwas besser. Nächste Slide. Dann wollte ich Ihnen nochmal einen Überblick geben, so beispielhaft, was die Trends sind, die wir in unseren Untersuchungen feststellen. Sie sehen das hier, ganz wichtiger Bereich, nochmal öffentliche Auftragsvergabe, oft in Verbindung mit organisierter Kriminalität und das ist eben oft auch grenzüberschreitend. Auch im AK-Bereich haben wir viele grenzüberschreitende Betrugsfälle, die dann nach einem bestimmten Muster vorgehen. Das sind dann kriminelle Gruppen, die dann ein Betrugsmuster in einem Mitgliedstaat ausprobieren. Wenn es dann da gut funktioniert, wird es in anderen Mitgliedstaaten auch angewandt. Dann wird natürlich unsere Arbeit auch beeinflusst durch die politischen Entwicklungen. Flüchtlingskrise, da wurde sehr viel Geld reingepumpt und das ist natürlich dann auch betrugsanfällig, wenn das schnell ausgegeben werden muss. Dasselbe gilt jetzt im Moment im Zusammenhang mit der Corona-Krise, das wissen Sie auch, sehr viel Geld wird da reingepumpt und auch da sind wir tätig, wenn wir Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bekommen. Und dann nochmal im Einnahmenbereich Umgehung von Zöllen, Mehrwertsteuer durch organisierte kriminelle Banden. Ich habe jetzt drei Beispiele auf den nächsten Slides, aber ich sehe, dass die Zeit schon wieder davonläuft. Von daher werde ich nicht auf die einzelnen Bereiche eingehen. Was ich eben gesagt habe in der Übersicht, das finden Sie hier wieder. Sie können aber auch ganz viele Fallbeispiele bei uns in unseren Berichten, in unseren Jahresberichten nachlesen. Das ist sehr anschaulich geschildert. Vielleicht generell für die nächsten zwei Fälle, generelle Hinweise. Hier, wie ich sagte, gab es ein betrügerisches Geschäftsmodell. Das wurde dann sozusagen repliziert auf andere Mitgliedstaaten. Und wir haben in diesem Fall, da ging es um Absatzförderung für Milchprodukte in mehreren Mitgliedstaaten, auch Drittländern,
haben wir mehr als 30 Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt, forensische Datenakquisition gemacht, Interviews geführt, Wiedereinziehung von Geldern verlangt und dann eben auch justizielle Empfehlungen an die Staatsanwaltschaften in Brüssel und Sofia ausgesprochen. Nächstes. Ja, das war auch ein ganz interessanter Fall. Das ist jetzt beschränkt auf Italien, aber das Besondere hier ist, dass wir da wirklich mit mehreren Behörden zusammengearbeitet haben. Das ist das Besondere an OLAF. Wir sind multidisziplinär, wir arbeiten mit allen zusammen, die uns bei unserer Arbeit helfen können. Hier war es die Guardia di Finanza, eine italienische Staatsanwaltschaft, Anti-Mafia-Büro und auch die italienische Behörde zur Korruptionsbekämpfung. Wir haben alle zusammengearbeitet und hier war es auch sehr interessant. Wir haben von Anfang an mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet. Sie hat dann gesagt, okay, Olaf, du kannst vielleicht das machen, kannst mir damit helfen. Wir haben unsere eigene Untersuchung eröffnet, haben aber parallel uns immer abgestimmt und von daher ein gutes Ergebnis erzielt. Nächste Slide. Ja, da kann ich leider nicht näher drauf eingehen, aber das ist so was von einer spannenden Geschichte. Gerade im Einnahmenbereich sind die Schadensvolumina enorm. Hier ging es um einen Fall in Großbritannien, da waren die Kontrollen sehr lasch. Unterbewertung, Einfuhr von Waren, Textilien und Schuhen aus China, die wurden unterbewertet, Zölle wurden hinterzogen in ungeheuren Mengen. Und wir haben dann eine Wiedereinziehung von fast 2 Milliarden Euro gefordert. Der Fall hängt jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Aber das ist dann auch wieder so Binnenmarkt. Die Betrüger suchen sich immer die schwächste Stelle oder hier in dem Fall, wo nicht ausreichend kontrolliert wird. Wenn das Loch gestopft ist, die Briten haben dann irgendwann gesagt, okay, wir kontrollieren jetzt wieder stärker, machen Risikoanalyse, dann wandert die organisierte Kriminalität dann in andere Mitgliedstaaten ab, wo dann eben auch nicht so genau kontrolliert wird. Nächste Slide. Ja, das waren jetzt einige gute Beispiele, Erfolge unserer Arbeit und Zusammenarbeit mit all unseren Partnern, was ganz wichtig ist, was wir brauchen, weil wir eben keine Zwangsbefugnisse haben. Wir sehen das Problem hier, das ist auch eine Slide aus unserem OLAF-Bericht, dass unsere strafrechtlichen Empfehlungen, also wenn wir denken, es war strafrechtlich relevant, geben wir das ab an eine Staatsanwaltschaft, dass insgesamt nur 36% unserer Empfehlungen aufgegriffen werden und dann auch Anklage erhoben werden. Und dann sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten noch enorm. Zum Beispiel Deutschland hier, nur 21% aller Fälle, die wir an deutsche Staatsanwaltschaften abgegeben haben, wurden dann auch zur Anklage gebracht. Die Gründe sind vielfältig, Justizbehörden sind unabhängig, unsere Beweise, die wir haben natürlich nur beschränkte Mittel, das wird dann manchmal nicht für ausreichend erachtet oder die sagt die Staatsanwaltschaft, ich muss jetzt alles nochmal neu ermitteln, das sind nur Informationen. Es geht auch um Prioritätensetzung, manchmal auch um Auslegung von EU-Recht. Das ist alles nicht so leicht. Und die Abhilfe, die wir da schaffen wollen mit unseren beschränkten Möglichkeiten, ist eben, was ich vorhin gerade gesagt habe, dass man von Anfang an eben in Fällen eng zusammenarbeitet. Und wir haben da ein tolles Beispiel auch in Deutschland vom letzten Jahr mit der Staatsanwaltschaft Mannheim. Haben wir einen super Fall, den hatten wir angestoßen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat das aufgegriffen. Da gibt es Forschungsprojekte. Das war dann auch noch in Frankreich relevant und der Fall, der läuft noch weiter, aber die haben eine Presseerklärung rausgegeben und wir auch. Also es war mal ein richtig gutes Beispiel. So, jetzt kommen wir schon, ich brauche etwa noch 3-4 Minuten, ich hoffe, das geht noch. Nächstes Slide bitte. Ja, also der Bereich der Betrugsbekämpfung, also als ein Sonderfall der Wirtschaftskriminalität, hatte in der EU immer eine Vorreiterrolle gespielt. Das hängt damit zusammen, weil es eben das europäische Geld ist, ein europäisches Gut, das Geld des europäischen Steuerzahlers. Und das auch wegen der Glaubwürdigkeit der EU wurde immer gesagt, da müssen wir sehr drauf aufpassen, dass das nicht verschleudert wird. Ja, und dann gab es diese Idee, eine europäische Staatsanwaltschaft zu schaffen, schon in, das kam aus dem akademischen Milieu, Mitte, Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und 2013 im Lissabonner Vertrag von 2009 wurde eine Rechtsgrundlage verankert. Das brauchen Sie natürlich die Schaffung einer neuen Behörde. Das muss im EU-Vertrag niedergelegt sein. Also 2009, 2013 kam der Vorschlag der Kommission. Da war die Generaldirektion Justiz, also das Europäische Justizministerium und OLAF zusammen zuständig. Und seit 2017 gibt es die Europäische Staatsanwaltschaft, aber sie ist noch nicht operativ.
frühestens ab November 2020, ich gehe davon aus, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wird dann die Europäische Staatsanwaltschaft ihre Arbeit aufnehmen können. Sie ist im Aufbau begriffen. Und wir haben dann in Zukunft ja zwei Behörden. Das wird dann vielleicht eine interessante Diskussion mit Herrn Schlotter werden und anderen Kollegen am OLAF. OLAF bleibt weiter bestehen, weil wir eben einen umfassenden Ansatz haben. Die Europäische Staatsanwaltschaft konzentriert sich auf den repressiven Bereich, also Schutz der finanziellen Interessen des EU-Haushalts durch strafrechtliche Ermittlungen und Anklage vor den Gerichten der Mitgliedstaaten. Und wir schauen auf alle Unregelmäßigkeiten, haben auch noch einige weitere Kompetenzen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, machen eben auch Betrugsprävention, arbeiten mit allen Partnern zusammen. Also es ist ein umfassender Schutz des EU-Haushalts. Und die mitgliedstaatlichen Behörden sind natürlich auch noch zuständig. Für den Rest kann ich leider nicht eingehen. Nächste Slide bitte. Hier ein paar Informationen zur Europäischen Staatsanwaltschaft. Was auch interessant ist, es machen nicht alle Mitgliedstaaten mit. Also die Europäische Staatsanwaltschaft hätte es nie gegeben, wenn alle Mitgliedstaaten hätten mitmachen müssen oder dann wäre keine Einstimmigkeit erzielt worden. Es sind jetzt aber immer, das nennt sich verstärkte Zusammenarbeit, wir haben immerhin 22 teilnehmende Mitgliedstaaten. Wer nicht dabei ist, sind große Nettoempfänger wie Ungarn und Polen. Irland, Dänemark und Schweden sind nicht Teil der Europäischen Staatsanwaltschaft und da bleibt auch unser Mandat voll bestehen. Wir haben eine richtig taffe europäische Generalstaatsanwältin, Frau Köveschi, die war Antikorruptionsstaatsanwältin in Rumänien, hat da auch viele hinter Gitter gebracht, unter anderem aus dem politischen Milieu. Der Aufbau ist, es gibt eine Dienststelle in Luxemburg mit einem Kollegium, College, ein bisschen wie Eurojust. Aber die Hauptarbeit wird vor Ort in den Mitgliedstaaten gemacht durch sogenannte delegierte europäische Staatsanwälte, die dann halt einen europäischen Hut tragen und dann vor Ort die Arbeit ausführen. Und die sind eben nicht in Luxemburg, die sind vor Ort die Staatsanwälte mit dem europäischen, die nationalen Staatsanwälte, die haben aber dann einen europäischen Hut, sind dann keine nationalen Staatsanwälte mehr, sondern europäische delegierte Staatsanwälte. Die Resultate muss ich Ihnen nicht vorlesen. Nächste Slide. Ja, das ist jetzt schon meine, da kann man dann sehr, sehr viel drüber diskutieren. Das ist jetzt mit der letzten Slide, weite ich nochmal die Perspektiven zum EU-Strafrecht. Das hat natürlich erhebliche Fortschritte gemacht in den vergangenen, würde ich mal sagen, seit insbesondere dem Amsterdamer Vertrag, sagen wir mal seit 20 Jahren und seit dem berühmten Europäischen Rat in Tampere, das ist der bislang einzige Europäische Rat, der sich mit dem europäischen Strafrecht überhaupt befasst hat. Es gibt also erhebliche Fortschritte. Ich habe Ihnen hier auch einen Link da reingesetzt, EU Criminal Law Instruments. Da haben Sie ein ganzes Kompendium, wenn Sie mal was suchen. Das finden Sie da, wenn Sie draufklicken. Aber man muss auch sagen, dass der EU-Vertrag natürlich gewisse Schranken hat. Wir können, wie Herr Christeleit auch gesagt hat, es ist nicht möglich, schon aufgrund des EU-Vertrags, dass es ein europäisches Strafgesetzbuch gibt oder eine europäische Strafprozessordnung. Das ist nicht möglich. Also es wird immer Einzelmaßnahmen geben. Und in gewisser Weise ist das Instrumentarium schon etwas fragmentiert. Wir haben natürlich Fortschritte bei der, auch bei der Harmonisierung von auch im Bereich der Schutz der finanziellen Interessen haben wir eine Strafrechtsrichtlinie, Richtlinie über Marktmissbrauch, Insiderhandel. Im Bereich der Geldwäsche hat sich einiges getan. Im Strafprozessrecht im Europäischen haben wir eine Harmonisierung der Beschuldigtenrechte. Ja, und im Bereich der strafrechtlichen Zusammenarbeit, über die wir uns vielleicht dann auch unterhalten werden, gibt es natürlich den europäischen Haftbefehl, es gibt die europäische Ermittlungsanordnung. Im Moment wird auch die sogenannte E-Evidenz-Verordnung verhandelt, was eine schwere Kiste ist. Da geht es darum, dass man eben all die Daten, die bei den Service-Providern liegen, dass man da als Strafverfolgungsbehörde einfach drauf zugreifen kann. Ja, und dann wird auch noch viel gemacht bei der praktischen Zusammenarbeit. Und letzter Punkt, den ich kurz noch ansprechen möchte, also generell auf der europäischen Ebene, finde ich, ist im sektoralen Bereich eben dieser holistische, umfassende Ansatz zu sehen. Also bei Betrug, das habe ich Ihnen ausführlich dargelegt, bei der Korruption
Korruptionsbekämpfung ist natürlich nicht nur Strafrecht, wir müssen das umfassend angehen. Da gibt es das europäische Semester, da gibt es immer ein Kapitel zur Korruption, da nimmt sich die Kommission die Mitgliedstaaten vor und macht Empfehlungen. Geldwäsche gab es jetzt einen riesigen Aktionsplan. Da gibt es präventive Richtlinien, es gibt Strafrechtsrichtlinien. Also es ist sehr, sehr umfassend, erleichtert der Zugang von Strafverfolgungsbehörden zu Finanzinformationen und natürlich auch Abschöpfung, Sicherstellung von Vermögensgegenständen, hat sich auch sehr, sehr viel getan, ohne dass ich jetzt in Einzelheiten eingehen kann. Und dann gibt es auch im Bereich organisierte Kriminalität, das ist natürlich alles miteinander verwoben, aber es gibt auch da spezifische Maßnahmen, wie zum Beispiel auch die Harmonisierung des Straftatbestands Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Also hier können wir ganz, ganz viel diskutieren. Ja, das ist meine Präsentation. Ich wollte Ihnen einfach ein bisschen Einblick geben in den Bereich, den wir betreuen und den Ausblick auf das europäische Strafrecht und insbesondere auch die Institutionalisierung mit der Europäischen Staatsanwaltschaft. Vielen Dank. Und es tut mir leid, es hat ein bisschen länger gedauert. Entschuldigung. Entschuldigung ist hiermit akzeptiert. Das mache ich Kraft meines Amtes, ist das jetzt so beschlossen. Trotzdem beschleunigen wir das Ganze etwas jetzt, weil, also ich will gar nicht viel sagen, außer dass Herr Schlotter jetzt auch noch einen Impulsvortrag hält. Aber Sie haben schon so vieles aufgeworfen, Frau Hofmann, was wir noch gerne diskutieren wollen. Wir könnten hier abendfüllend uns versammeln und wären noch nicht fertig. Deswegen, Herr Schlotter, freue ich mich auf Ihren Vortrag oder freuen wir uns alle auf Ihren Vortrag. Die Europäische Staatsanwaltschaft wurde eben schon angesprochen. Am 28. Mai hat zumindest für Deutschland der Deutsche Bundestag das entsprechend notwendige gesetzlich veranlasst. Ich selbst möchte hier jetzt einen Schritt zurückgehen. War die Europäische Staatsanwaltschaft vorläufig der letzte Schritt in dem Themenkomplex Europa und die Bekämpfung der Kriminalität, möchte ich anhand eines konkreten Falls etwas weiter zurückgehen zu den Ursprüngen, vielleicht das erste Dia. Dieses posierliche kleine Tierchen, was Sie hier sehen, hatte nichts mit Agrarsubventionen zu tun, ist noch nicht, ist aber bei weitem nicht so harmlos, wie es aussieht und ist vor allem nicht das, was es darstellt. Sie erkennen ihn unzweifelhaft an dem edlen Gesicht. Es handelt sich hier um den Göttervater Zeus, der, so wissen wir aus der antiken Mythologie, ein Meister war des Formwechsels. Und vor allem ein Meister darin, der olympischen Anti-Fraud Agency, Hera nämlich, zu entgehen. Diese junge Dame, die ihn gerade noch so zart streichelt, wird er bald als seine Beute wegführen, um diese dann ungestört auf einer Insel des Mittelmeers zu genießen in warmer Sommer und gut abgeschirmt von etwaigen Verfolgern. Wir stellen also mit Beruhigung fest, die Taktiken Formwechsel, Grenzüberschreitung und Sicherung der Vermögenswerte durch die Verbrecher hat in den letzten 2800 Jahren keinen wesentlichen evolutionären Schub erlebt. Das nur als Kontrapunkt zu all denen, die sagen, die Staatsanwaltschaft arbeite noch mit den Methoden des 19. Jahrhunderts. Wir sind ja nachgerade fortschrittlich dem gegenüber. Was können wir aus diesem Mythos lernen? Wir sehen zunächst, Zeus und Europa ist noch jedem bekannt. Die Verfolger, die die beschwerliche Reise aufnahmen, die Beute wieder zu finden hingegen, sind, nächstes Dia bitte, so wenig bekannt, dass man noch nicht mal in der zeitgenössischen, Kitschkultur Darstellungen findet. Ich habe stattdessen eine genommen, die einen Menschen des gleichen Kulturkreises im Kampf mit der Hydra zeigt. Die Verfolger waren Phönix, Kirix und ein dritter, dessen Name mir selbst entfallen ist, und sie waren erfolgreich. Man weiß nur von ihnen, sie schwammen zu verschiedenen
Inseln. Phönix musste sehr viel schreiben und erfand dabei das phönizische Alphabet. Kadmos begab sich zum Orakel nach Delphi und das sagte das, was einem heute jedes Wirtschaftsstrafrechtsverfolgerseminar lehrt. Schau doch mal nach den Vermögenswerten, sprich, lauf den Rinderherden nach und da, wo sie sich niederlassen, sammle sie ein, verwerte sie und bau was Neues daraus. Das hat er dann zu Ungunsten der Aufklärung der eigentlichen Tat dann auch getan. Also auch hier nichts Neues. Das Einzige, was vielleicht noch interessant ist in diesem Punkt, die Kinder dieses Stiers, den wir am Anfang sahen, und der geraubten Europa waren die ersten Richter und ich möchte nicht deuten, warum die Dichtung sie in den Hades verbannt hat. Ja, aber verlassen wir den Mythos, nämlich wir können hier nichts Wesentliches lernen, aber wie Sie gesehen haben, wir können herrlich unsere eigenen Erfahrungen, oh, es ist alles schwierig jenseits der Grenzen und wenn ein Verbrecher seine Form wechselt und seine Gestalt und sich tarnt, wird das immer noch schwieriger und wir müssen das alles kontrollieren. Wie können wir wunderbar auf diesen Mythos projizieren? Aber wenden wir uns lieber der Realität vor, zu die viel interessanter und viel vielfältiger ist, als man jetzt hier vielleicht denken könnte. Wenn man sich nämlich zu viel mit Mythen beschäftigt, passiert einem das, was wir jetzt auf dem nächsten Dia sehen können. Dieser Herr hängt bei mir im Flur, es ist Don Quixote und er weiß noch nicht mal, dass Kakteen keine Windräder sind, sozusagen ein surrealistischer Don Quixote. Was wir allerdings festhalten können aus dem Mythos, ist nicht etwa, dass Verbrechen und Gewalt und List Europa voranbringen, sondern dass es immer, wenn eine Straftat begangen wird, rechtliche und tatsächliche Hindernisse gibt. Unterschiede zwischen verschiedenen Kreisen, die deren Verfolgung hemmen, aber auch Hindernisse, die einem genauso gut im eigenen Lande begegnen können. Nun hat Herr Christgereit verschiedene Punkte aufgeworfen, die einen zunächst nachdenken lassen könnten, ob man verschiedene dieser Hindernisse nicht aus dem Weg räumen kann durch gesetzgeberische Aktivität. Ich denke nicht, dass der Beruf unserer Zeit für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung, ich glaube hier einen Titel von Savigny, darin liegt ein einheitliches Strafgesetzbuch oder gar einheitliche Strafprozessordnungen zu schaffen. Und ich glaube auch nicht, dass der Beruf darin liegt, dass, was als Minus im ersten Vortrag vorgeschlagen wurde, zu verwirklichen. Warum nicht? Auf den ersten Blick mag es ja wirklich erstaunen, dass wir dieser grenzenlosen wirtschaftlichen Freiheit, der Warenverkehrsfreiheit, der Personenfreizügigkeit, der Niederlassungsfreiheit und einem teilweise sehr stark harmonisierten Privatrecht ein sehr fragmentiertes Strafrecht und Strafprozessrecht, bei dem noch nicht mal die Institutionen und deren Befugnisse einheitlich zwischen den einzelnen Staaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, gegenüberstellen. Schaut man sich das Ganze jedoch etwas näher an, frappiert dieser Unterschied, wie ich finde, nicht so sehr. Der Bereich der Wirtschaft, des Handels, ist deutlich weniger von den jeweiligen moralischen Vorstellungen einer Gesellschaft geprägt, den jeweiligen Wertordnungen, als es das Strafrecht ist. Das Strafrecht ist die Ultima Ratio des Staates. Es ist der Bereich des Rechtes, in dem der Staat am intensivsten mit den Ermittlungsbefugnissen und mit den Rechtsfolgen einer festgestellten Straftat in die Rechte seiner Bürger eingreift. Und natürlich entfalten sich gerade in diesem Bereich die unterschiedlichsten Wertvorstellungen, die man haben kann, unterschiedliche Mehrheiten, umso stärker. Und das gilt nicht nur für Bereiche wie das Abtreibungsrecht, die Diskussion um Paragraph 218, die ganz stark an moralisch tief verwurzelte Überzeugungen rühren. Ein solcher Streit kann sich auch in eher marginalen Normen wie der Beleidigung eines Staatsoberhauptes
die jetzt aufgrund eines miserablen Gedichtes eines zu Recht jedenfalls mir vergessenen Dichters über Erdogan entzündet hatte, diskutiert werden. Das sind Diskussionen, die auch nicht einheitlich verlaufen. Im Zusammenhang mit diesem Böhmermann-Gedicht, ich habe den Namen natürlich nicht vergessen, forderte man die Abschaffung des Beleidigungstatbestandes, nur um jetzt im Zusammenhang mit Internet und Hate Speech große Initiativen zu starten, in der man die Ehre wieder als Rechtsgut neu entdeckt und stärkt. Ich mag das nicht bewerten, ich nehme das als Beispiel zu zeigen, wie tief verwurzelt, wie wechselhaft in der Zeit und der Region Vorstellungen über Strafbarkeit und Strafbedürftigkeit sind. Und es ist das Gleiche übrigens auch in Vermögensstraftaten. Man kann sehr wohl sich darüber streiten, bis zu welchem Punkt man das Vertrauen von Menschen in das ehrliche Verhalten ihrer Mitbürger schützt und dieses Vertrauen strafrechtlich sanktioniert. Deutschland hatte einen sehr weitgehenden Täuschungsschutz im Betrugsstrafrecht, den Frankreich beispielsweise in dieser Form nicht kennt. Wir können weitergehen. Warum schützen wir Unternehmen davor, dass ihre Mitarbeiter Kickbacks annehmen? Ist das strafrechtlich etwas? In Deutschland ja, seit bei 2 Jahrzehnten. In anderen Staaten, der Schweiz nach wie vor nicht. Wie bestraft man das? Also auch in diesem Bereich treffen unterschiedlichste Wertvorstellungen aufeinander. Das finde ich gut und ich sehe keinen Grund, diesen Bereich aufzugeben. Worum es aber geht, ist inhaltliche, klar definierte Rechtsgüter zu schützen und durch einheitliche Prozeduren. Und das entspricht auch dem, wenn wir zurückschauen in der Geschichte, dass sich eine entsprechende Kodifizierung und Vereinheitlichung von Rechtsgebieten sehr schnell und ohne Probleme dort erfolgreich durchgesetzt hat, wo wir klar definierte Sektoren haben, klar definierte Rechtsgüter und klar definierte schmale Verfahrensweisen. Das hat mit dem Scheck- und Wechselgesetz begonnen im 19. Jahrhundert und es ist noch nicht zu Ende im Bereich des Kartellrechts, den auch Frau Hoffmann angesprochen hat, in dem EU-Recht EU-weit durchgesetzt wird, durch die jeweils national zuständigen Behörden, aber mit einer einheitlichen Praxis. Im Strafrecht, auch im Vermögensstrafrecht, sehe ich diesen Punkt noch nicht erreicht. Deshalb stelle ich den 3 Thesen von Herrn Christegard hier eine These gegenüber. Wir brauchen nicht mehr Regulierung, wir brauchen nicht mehr Vereinheitlichung. Wir sollten nur die Mittel und Methoden, die wir haben, effektiv nutzen. Und das führt mich zu einem weiteren Punkt. Viel stärker nämlich als rechtliche Rahmenbedingungen prägen die Umstände der täglichen Arbeit, die zur Verfügung stehenden Mittel und die rein tatsächlichen Hindernisse, die Arbeit und die Erfolgsaussicht der Arbeit, nicht nur der Strafverfolgungsbehörden, sondern auch aller anderen Behörden. Das heißt, da liegt der Punkt. Und dort gibt es eine ganze Menge, gerade auch im Bereich der internationalen Strafverfolgung, feststellbarer Hindernisse administrativer Art. Ich will auf die nur kurz zu sprechen kommen. Sie eignen sich nicht für die Diskussion, weil wir uns alle vermutlich mit Kopfschütteln zusammenfinden können zu der einheitlichen Meinung, ah, das kann doch nicht sein, das muss man doch besser machen können. Aber es sind sehr viele Transaktionskosten in Form von Verwaltungsaufwand, die die Strafverfolgung beeinträchtigen. Und das mehr als unterschiedliche Vorstellungen über Rechtsgüter, über Vorschriften beispielsweise des Datenschutzes, die oft als Verhinderung einer effektiven Strafverfolgung angesehen werden, die aber das Ergebnis einer Abwägung sind, über deren Berechtigung man streiten kann, die aber jedenfalls nicht willkürlich ist. Diese Hindernisse sind es, nächstes Jahr, um die man sich kümmern muss. Und zwar so behutsam, wie dieser Herr hier seinen Stein den Berg hochträgt. Und ich möchte Sie mit diesem Bild einladen,
sich diesen Menschen als einen glücklichen und fröhlichen Menschen vorzustellen. Nämlich A glaubte in diesem Zeitpunkt noch, genauso wie ich, wenn man es nur richtig behutsam macht, bleibt der Stein oben liegen. Und B macht es sehr viel Spaß zu ermitteln. Und zwar mit dem Instrumentarium, was wir haben. Und es macht Spaß, mit anderen Rechtsordnungen umzugehen, deren Ansätze zu verstehen und das Instrumentarium, was wir haben, zu nutzen. Und das Instrumentarium ist effektiv. Wenn Sie mich jetzt fragen, wo bleibt denn das Negative, Herr Staatsanwalt, dazu dann vielleicht etwas in der Position. Danke. Vielen Dank, Herr Schlotter, für diesen DIA-Vortrag. Ich nehme mit, Sie sind ein zufriedener Sisyphos. Sie haben Spaß an der Arbeit, Sie haben Spaß am Ermitteln, auch wenn der Stein immer wieder den Berg herunterrollt. Ja, jetzt würde ich sagen, schalten wir alle Teilnehmer nochmal zu und auch die Mikrofone auf, sodass wir direkt in die Diskussion einsteigen können. Ich sehe Herrn Dr. Christeleit, ich sehe Frau Hofmann. Alle sind dabei und greifen mir gerade direkt auf, was Sie gesagt haben, Herr Schlotter. Sie haben viel gesagt, aber auf einen Punkt möchte ich besonders eingehen, nämlich den Hinweis darauf, ja, nutzen wir doch erstmal die Möglichkeiten, die wir haben. Wenn ich das umstülpe, dann ist das, was übrig bleibt. Aktuell werden die Möglichkeiten, die wir haben, noch nicht ausreichend ausgeschöpft. Ich beziehe das vor allem auf die, weil wir reden ja über internationale Vermögensdelikte, grenzüberschreitende Vermögensdelikte, die anders als die Zuständigkeit von einzelnen Staatsanwaltschaften nicht an Länder, an Landesgrenzen oder an Staatsgrenzen Halt machen. Über dieses Missverhältnis reden wir und da sehe ich in der Beschäftigung mit dem Thema sehr viele Defizite im internationalen Informationsaustausch. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie gut klappt der Informationsaustausch bleiben wir mal im EU-weiten Raum, wie gut klappt die Amtshilfe mit anderen EU-Staaten? Das ist zwar sehr heterogen, aber wie sind grundsätzlich Ihre Erfahrungen mit dem Thema? Enge ich das Thema mal ein. Wie klappt der Informationsaustausch generell auch innerhalb Deutschlands? Es ist generell ein Problem jeder Institution, die mit anderen Institutionen zusammenarbeitet, dass das Wissen nicht zusammengefasst ist, dass man sich das Wissen erarbeiten muss, dass man einen Anlass haben muss, Wissen von anderen anzufragen oder anderen mitzuteilen. Es gab einen deutschen Innenminister, der sagte, Genossen, wir müssen alles wissen. Das ist eine Zielvorstellung, die man anders hört. Aber hier wäre Angst vor einer solchen Erfüllung von Mirkes Wunsch. A, würde man mit Informationen zugeschüttet. Wir sehen hier Fälle in der Terrorismusbekämpfung, relativ aktuell, breiter, die immer wieder auftauchen. Informationen sind vorhanden, Informationen werden ausgetauscht, sie werden aber nicht verwertet, weil man ihre Relevanz nicht erkennt. Das ist ein allgemeines Risiko, das ist kein europaspezifisches Risiko oder internationalspezifisches Risiko. Das Risiko liegt darin, dass man Informationen anfragt und sie verspätet bekommt. Und aber auch da erkenne ich kein strukturelles Problem, sondern eher individuelle Probleme. Rechtshilfe mit bestimmten Staaten, auch solchen, die die EU gleich verlassen. Das kann sehr schnell gehen. Es kann aber auch sehr langsam gehen, ohne dass man jetzt die Gesetzmäßigkeit, die strukturelle Art erkennt, indem man sagt, genau an diesem Punkt liegt es. Es mag lästig sein, dass man keine einheitliche Lingua Franca hat, beziehungsweise die selbst nicht zur Perfektion beherrscht, die es erlaubt, ohne Übersetzer gewisse Anordnungen zu stellen. Es mag schwierig sein, die entsprechenden Ansprechpartner herauszufinden und es mag, und das gehört zu diesen Verwaltungskosten, die ich benannte, diesen gesteigerten Transaktionskosten, sehr schwierig sein, wenn alles einen gewissen Instanzenzug gehen muss. Aber da komme ich zu einer gewissen Ratlosigkeit. Solange alles in formalisierte Kanäle geht, kann man nicht freihändig ermitteln. Da kann man sicherlich sehr viel, wir haben den Grundsatz und der ist gut, der wechselseitigen Anerkennung von Entscheidungen. Wir haben die europäische Ermittlungsanordnung. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur der Rechtshilfe, sondern auch zusammen in Joint Investigation Teams mit anderen Staaten der EU zusammenzuarbeiten. Das ist ein wichtiges Stichwort. Auf die Joint Investigation Teams wollte ich später noch mal zu sprechen kommen.
Die sind nämlich ein interessanter Punkt, in dem genau das schon stattfindet. Also teilweise sogar informeller Austausch über Behörden und Staatsgrenzen hinweg. Aber Herr Dr. Christeleit, wenn Sie das alles hören, Sie haben jetzt eingangs gefordert, mehr Harmonisierung, Regulierung und mehr Befugnisse auf EU-Ebene. Wenn aber doch noch nicht mal der Informationsaustausch so funktioniert, wie er könnte, wenn noch nicht mal die Relevanz bestimmter Informationen entdeckt wird in Behörden, wo liegt dann der Sinn darin, mehr auf europäischer Ebene zu zentralisieren im supranationalen Bereich? Herr Wimroth, ich habe nur den Aufbau einer EU-Staatsanwaltschaft als Fernziel bezeichnet, und zwar einer richtigen EU-Staatsanwaltschaft. Ich habe insbesondere darauf hingewiesen, dass es im Sinne der gegenseitigen Anerkennung, die Herr Schlotter dankenswerterweise gerade erwähnt hat, dass es sinnvoll wäre, dass grenzüberschreitende Ermittlungstätigkeiten möglich sein müssen. Da ist meine konkrete Frage an Herrn Schlotter, inwieweit tatsächlich eine, nehmen wir mal an, Korruptionsverfolgung über deutsche Grenzen hinaus in andere Länder möglich ist oder ob es nicht doch alles dem Strafgesetzbuch des anderen Landes unterworfen ist, sodass sich ein korrupter Beamter in Deutschland schnell nach Österreich, Italien, sonst irgendwohin absetzen kann oder ein entsprechender Politiker oder wie auch immer und damit die Netzwerke nicht zerschlagen werden können. Das ist eine Frage, die wie immer zwei Antworten kennt. Die erste Frage, es ist immer alles möglich und man kann ein Forum-Shopping betreiben. Man kann sich wie jeder Insolvenzschuldner den Zugriff entziehen, indem man es schlichtweg schwieriger macht, einen zu finden. Das kann man auch durch einen Wohnsitzwechsel innerhalb des Staates. Tendenziell ist gerade wir reden hier bei der Korruption um einen Straftatbestand, der in allen EU-Mitgliedstaaten strafbar ist, ist kein Problem, dass wir uns nun daran stoßen, dass wir ein Verhalten verfolgen wollen, was im Zielstaat, im möglichen Vollstreckungsstaat nicht strafbar ist. Ansonsten haben wir ja mit der europäischen Ermittlungsanordnung eine ganz weite Aufweichung des Prinzips, nachdem die Zulässigkeit von Maßnahmen sich nach dem Recht des Staates richten, in dem sie vollstreckt werden sollen. Nein, wir haben hier praktisch die Lex Fori, die wir über unsere eigenen Grenzen hinaus ausdehnen. Wenn nach unseren Gesetzen eine Ermittlungsmaßnahme erlaubt ist, können wir sie, wenn sie der Art nach möglich ist, auch im anderen Mitgliedstaat vollstrecken. Dass da immer eine Prüfung stattfindet, ob die Straftat verfolgbar ist, mit einigen Einschränkungen für marginale Eingriffe wie Abfragen, wo wir generell im Ausland Anfragen stellen können, ist eine andere Frage. Aber da sehe ich kein Vollzugsdefizit. Ich sehe das Vollzugsdefizit eher in der faktischen Schwierigkeit in einem Staat, wo keiner angemeldet ist, wo es keine Melderegister gibt, wo die Leute untertauchen können. Das ist ein Problem. Aber das hätten wir auch, wenn wir selbst dort vorstrecken würden. Das heißt, ein wesentlicher Teil dessen, was Sie angeregt haben, Herr Christeleit, ist ja schon durch den europäischen Ermittlungsansatz erfüllt. Sie haben selber auch den europäischen Haftbefehl angesprochen. Jetzt haben wir im Bereich der Korruptionsbekämpfung beziehungsweise im Bereich der Betrugsbekämpfung, der Subventionsbetrugsbekämpfung, haben wir eine neue Behörde. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Frau Hofmann, eine EU-Staatsanwaltschaft, das wäre noch vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Und jetzt ist es doch so schnell gegangen. Was mich zu der Frage bringt, Herr Schlotter, Sie haben gesagt, wir sind noch nicht so reif für eine Vereinheitlichung des Strafrechts. Sie haben das noch betont in diesem Satz. Wo stehen wir in 10 Jahren? Aber bleiben wir mal bei der europäischen Staatsanwaltschaft, die jetzt eben mit weitreichenden Befugnissen, auch Eingriffsrechten in den teilnehmenden Staaten ausgestattet ist. Was erhoffen Sie sich von dieser Behörde, Frau Hofmann? Wird jetzt die Aufklärungsrate, die Aufdeckungsrate von Betrugssachverhalten mit EU-Mitteln gesteigert werden? Also Sie haben da ja sehr viel
beratend auch in den Vorgesprächen teilgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Planung für diese Behörde. Also was können wir jetzt erwarten? Ja, danke. Ja, das Projekt ist, wir sagen immer, ein Meilenstein der europäischen Strafrechtspolitik. Es ist wirklich für diesen relativ engen Bereich der Betrugsbekämpfung, also die Zuständigkeit momentan betrifft nur den Schutz der sogenannten finanziellen Interessen der EU, also das Geld, den Schutz des Geldes der europäischen Steuerzahler. Und das war ein Projekt, das eben schon seit langer Zeit angelegt war. Und ich glaube, auch die Ergebnisse von Olaf, die eben im strafrechtlichen Bereich etwas, das habe ich ja auch dargelegt, sagen wir mal, etwas gemischt sind, um es freundlich zu sagen, haben eben dazu beigetragen, zu sagen, okay, wir sind nicht in der Lage, die Subventionskriminalität, die Betrugskriminalität in Europa in gleicher Weise zu bekämpfen. Und es gibt eben sehr viele, Herr Schlotter, sehr viele Hinweise, dass eben vielleicht in Deutschland, das sagen auch immer oft die Deutschen, aber bei uns läuft doch alles ganz gut, aber wie läuft es vielleicht in anderen Mitgliedstaaten? Also, und weil das eben ein Gut ist, muss das dann eben gleichmäßig über den gesamten EU-Raum geschützt werden. Und das ist sozusagen die Kernidee der Europäischen Staatsanwaltschaft. Und dass die Mitgliedstaaten sich letztendlich dazu bequemt haben, also ich muss selbst gestehen, ich war überrascht, dass es doch innerhalb von 4 Jahren, das ist jetzt für europäische Verhältnisse jetzt nicht so eine lange Zeit, wurde diese Verordnung verabschiedet. Und die Mitgliedstaaten, als die Verordnung da war, haben sie dann gesagt, okay, das ist jetzt ein zukunftsweisendes Projekt und das machen wir jetzt mal. Also so den Eindruck hatte ich. Und weil sie eben auch sagten, das ist ein Bereich, das kann man auch den Bürgern sehr gut vermitteln, ja. Ich denke, das muss man auch immer mitdenken. Ein EU-weit gleichermaßen schützenswertes Rechtsgut. Genau, Geld der Steuerzahler. Ja, ja, genau. Vielleicht noch ein Punkt sagen, wie kommt es zustande, dass es dann manchmal solche Sprünge gibt? Ja, also wir haben jetzt gerade über den Sprung, den qualitativen Sprung zur Europäischen Staatsanwaltschaft gesprochen. Aber es wurde ja auch schon angesprochen, der Europäische Haftbefehl. Warum kam der damals so schnell 2002? Das war direkt nach den Terroranschlägen in New York auf das International Trade Center. Sonst hätte das Jahre gedauert, wenn nicht Jahrzehnte, um das durchzubringen. Aber dann hat man gesagt, oh je, Terrorismus bekämpfen, wir brauchen das jetzt ganz schnell. Und dann wurde das dann ganz schnell durchgewunken. Also die Europäische Union, die Europäische wächst immer an Herausforderungen. Aber das kommt dann oft punktuell, ja, das ist dann eben das, was wir auch festgestellt haben, dass es dann, das Instrumentarium ist eben auch etwas zersplittert und es ist dann für die Beamten oder Staatsanwaltschaften im Mittelstand nicht leicht, damit auch dann zu handeln. Und deswegen möchte ich den einen Punkt, den Herr Schlotter angesprochen haben, sehr unterstützen. Es kommt wirklich dann auch auf die Zusammenarbeit, auf das Vertrauen zwischen den einzelnen Behörden an, grenzüberschreitend, dass man diesen konkreten, praktische Zusammenarbeit, dass man das angeht und nicht nur irgendwie immer nur was Formblätter ausfüllt, sondern dass man eben direkt Kontakt aufnimmt, was wir auch in unserem Amt machen. Und dann merken wir ja, die haben ja vielleicht die gleichen Probleme oder da haben wir ein Problem, das können wir zusammen lösen. Also das ist ganz, ganz wichtig in Anbetracht eben des etwas, ja, sehr, sehr breiten Spektrums an Rechtsvorschriften auch auf europäischer Ebene, dass man das dann die Umsetzung in der praktischen Zusammenarbeit angeht und dann eben auch über die Grenzen auch bei der Zusammenarbeit hinweg guckt. Das ist ja etwas, das jetzt ab Ende 2020 ungefähr dann erprobt werden wird, allerdings nur in 22 Staaten. Sie haben es beschrieben. Was ergibt sich denn daraus, dass Polen und Ungarn jetzt nicht mitmachen? Die sind weiterhin dann Olaf ausgeliefert und dürfen sich dann aussuchen, wie viel Prozent der strafrechtlich relevanten Sachverhalte sie überhaupt verfolgen. Wir haben Themen mit Viktor Orban und seinen Getreuen. Da gibt es die ein oder andere Recherche und Geschichte. Es gibt eine Frage aus dem Publikum, kann Olaf überhaupt vorgehen gegen Wirtschaftsbetrüger in Regierungen, wie zum Beispiel Andrej Babiš?
Ich möchte das gerne verknüpfen mit der Frage, ja, in 22 Staaten kann die Staatsanwaltschaft schalten und walten, die europäische von Luxemburg aus. Und in den anderen gibt es OLAF und dann nur Empfehlungen an Staatsanwaltschaften vor Ort, die dann versanden. Ist das, ja, die können sich aussuchen, ob sie sich der Staatsanwaltschaft ausliefern wollen oder nicht. Ja. Was halten Sie davon? Ja gut, also das ist der Gesetzgeber, der das so gemacht hat, dass eben die Staatsanwaltschaft und eben in der verstärkten Zusammenarbeit aufgebaut wird. Und das haben wir so zu akzeptieren. Ich meine, das ist auch eine Wesensart der Europäischen Union, dass es immer Schritt für Schritt gibt. Und wir haben auch andere Bereiche, in denen es verstärkte Zusammenarbeit gibt. Also von daher muss man das akzeptieren. Aber ich stimme Ihnen voll zu. Es gibt natürlich auch eine politische Debatte darüber, dass eben auch Ungarn und Polen nicht mitmachen. Das kann man, das liegt an Ihnen, ob Sie mitmachen, aber es gibt natürlich auch eine Diskussion, wird dann Olaf etwas stärker zugreifen? Nein, wir machen unseren Job, ja, das machen wir weiterhin. Es gab auch Überlegungen im Bereich der Rechtsstaatlichkeitsdebatte, das mit einzubringen. Also da gibt es einige Ideen auch im Europäischen Parlament. Wir als Behörde halten uns da raus, das muss ich ganz offen sagen. Wir machen unseren Job. Und wenn Sie die Tschechische Republik oder den Fall mit Premierminister Babiš ansprechen, wir haben eine Untersuchung gehabt, das war auch in der Presse. Und da gibt es auch weitere Debatten wegen Interessenkonflikte und so weiter. Aber es ist nicht so, dass wir da davor zurückschrecken. Wenn wir Hinweise bekommen, also wir sind eine Art administrative Staatsanwaltschaft und wir denken, das fällt in unser Mandat, dann greifen wir das auf und schauen jetzt nicht, ist es jetzt irgendwie ein hohes Tier oder eben ein kleiner Gauner nur. Das ist, wir gehen nach Recht und Gesetz vor und nach unseren Vorschriften. Herr Schlotter, gleich dazu. Ja, es ist eine begrüßenswerte Entwicklung mit der Europäischen Staatsanwaltschaft. Begrüßenswert aber vor allem aufgrund der Form, die sie genommen hat. Man muss nämlich aufpassen, es ist eine dezentral organisierte Behörde. Und dass wir noch nicht reif sind für eine einheitliche europäische Prozessordnung, zeigt sich schon daraus, dass eines der ersten Probleme, die eine solche Maßnahme, eine solche Bestrebung, eine einheitliche europäische Staatsanwaltschaft zu formen, zu überwinden hatte, war, dass das die Konturen der Staatsanwaltschaft in allen EU-Mitgliedstaaten auch voneinander abweicht. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hier in Deutschland ist etwas ganz anderes als die Staatsanwaltschaft in Frankreich, die sich ihre Befugnisse mit einem Ermittlungsrichter teilt, als der Fiskal in Spanien. Als, ja gut, das ist leider bald Geschichte, der Crown Prosecution Service in England. Das heißt, wir haben deshalb diese Doppelstruktur, wir haben eine einheitliche europäische Behörde, die aber vor Ort mit den entsprechenden beaufsichtigt, mit delegierten Staatsanwälten, die aber im Rahmen der Zuständigkeit der jeweiligen örtlichen Strafverfolgungsbehörden arbeiten und sich damit gut in das vorhandene System eingliedern. Das ist also ein Beispiel dafür, wir haben ein begrenztes Rechtsgut, ein europaweites Rechtsgut und wir haben die Maßnahmen zu dessen Schutz sektorial begrenzt. Und ja, das ist dieses Paradox, was Frau Hoffmann angesprochen hat, ein holistischer Ansatz. Ja, wir haben hier die Europäische Staatsanwaltschaft, wir haben OLAF als administrative Ermittlungsbehörde und wir haben in den einzelnen Generaldirektionen und mit dem Rechnungshofbehörden, die schauen, ja, wie schauen wir schon bei der Vergabe unserer Mittel danach, dass alles seinen rechten Gang nimmt. Und wir alle dienen dem Schutz eines einheitlichen, deshalb sektorialen Rechtsguts und sind holistisch, dass sie verschiedene Akteure einbinden. Jetzt war das Stichwort, ist schon mehrfach aufgetaucht, europaweit schützenswerte Rechtsgüter. Von da aus kann man ja ein bisschen weiterdenken und sich fragen, welche anderen Rechtsgüter gibt es noch, die man als europaweit schützend deklarieren sollte. Ich denke jetzt zum Beispiel, wenn wir vom Geld der europäischen Steuerzahler reden, dann sind es auch gleichzeitig nationale Steuerzahler, dann ist jeder nationale Steuerzahler für sich, hat seine Steuerzahlungen sind schützenswerte Rechtsgüter, das ist europaweit der Fall.
grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität, ganz aktuell Cum-Ex-Straftatbestände. Da sind auch Akteure am Werk gewesen, die haben sich überlegt, dass sie genau die gleichen Geschäftsmodelle in jeweils angepasster Form in unterschiedlichen Ländern verfolgen und sich in unterschiedlichen Ländern auf unterschiedliche Weise strafbar gemacht haben. Und jetzt stehen Ermittlungsbehörden vor dem Problem in Deutschland, dass sie natürlich Steuerstraftaten in Dänemark in Deutschland nicht verfolgen können, es sei denn, es handelt sich um Geldwäschefälle. Also muss man da irgendwie Fälle konstruieren. Ist im Bereich des Steuerstrafrechts mal so gefragt, gibt es da weitere denkbare Rechtsgüter, die eben europaweit schützenswert sind, auf die man die Kompetenz solcher zentraler Behörden wie der neuen EU-Staatsanwaltschaft ausweiten könnte? Was ist da noch denkbar? Das ist jetzt der Fluch der bösen Tat, einen Begriff verwendet zu haben, der natürlich sehr unklar ist. Europaweit schützenswertes Rechtsgut ist natürlich auch Leib, Leben, Gesundheit und alles andere. Das heißt, wenn ich jetzt hier vom europaweit schützenswerten Rechtsgut gesprochen habe, dann war das ein vom Rechtsgutträger her definiertes Rechtsgut, nämlich hier von der Europäischen Union. Deshalb Kartellrecht, Wettbewerb, Schutz der Wettbewerbsfreiheit innerhalb der EU. Hier Subventionen, Schutz des EU-Haushaltes. Bei Steuern kann man sagen, ja, jeder Staat schützt seine Steuern und seine Steuereinnahmen. Insofern sagt man, europaweit ist das ein schützenswertes Rechtsgut. Aber es ist jetzt kein Rechtsgut, was wegen oder eines bestimmten Bezugs zur Europäischen Union geschützt wird. Das heißt, was dort interessiert, sind die bilateral aushandelbaren Interessen einzelner Mitgliedstaaten, die erstmal in ihren Steuern betroffen sind. Und ja, dann ist es an Dänemark, seine Steuerinteressen zu verfolgen oder eben nicht zu verfolgen. Das allerdings in einem ersten Schritt. Wir können hier nämlich sehr wohl, und das ist jetzt keine Konstruktion, einen Europabezug feststellen, wenn es beispielsweise darum geht, dass Zölle und Mehrwertsteuern hinterzogen werden und dadurch der freie Warenverkehr beeinträchtigt wird. Dann hätten wir diesen freien Warenverkehr als Rechtsgut, den wir schützen und auch damit schützen, dass wir die gleiche Verteilung der Steuer- und Zolllasten entsprechend durchsetzen, auch mit strafrechtlichen Mitteln. Das wäre ein Beispiel. Aber im Prinzip haben wir an Rechtsgütern, wenn wir sie vom Rechtsgut schützen haben, das Funktionieren der Europäischen Union als Rechtsgut. Wir haben die Verwendung der Mittel des EU-Haushaltes und danach wird es sehr schwer und sehr dünn, was allerdings Reflex dessen ist, dass die Europäische Union im Wesentlichen zwar auch eine politische Union ist, sich das allerdings nicht im Konkret jenseits der einzelnen Staaten schützenswerten Rechtsgüter niederschlägt, aber vor allem in den Bereichen, in denen wir die Kriminalität feststellen, eine Wirtschaftsunion ist, nämlich die Wirtschaftstäter drängen nach den Steuertöpfen und den Geldflüssen der EU. Man muss einsehen in dem Bereich, Schutz der Geldmittel auch von den anderen Seiten, neben den Milliardenbeträgen, die der EU nach Hochrechnungen verloren gehen, gibt es auch Milliarden an Mitteln des EU-Haushaltes, die gar nicht abgerufen werden, weil die Prozeduren so kompliziert sind. Das müssen die nationalen Behörden vor Ort ein Projekt bewerten, die Berechtigungsvoraussetzungen prüfen, sodass es extrem kompliziert ist, dran zu kommen. Auch das ist eine Beeinträchtigung des EU-Haushaltes. Und ich ziehe diesen Bogen, das jenseits meines Fachgebiets. Deshalb, weil diese komplexen Strukturen natürlich auch dazu einladen, sie zu missbrauchen. Und da sind wir wieder bei dem von Frau Hoffmann propagierten Ansatz. Man muss von beiden Seiten hier diese Rechtsgüter schützen. Man muss attraktiv machen, sie Sinn entsprechend zu verwenden, aber man muss sie vor Zweckentfremdungen schützen. Ja, kann ich dazu gleich was sagen? Ja, also unbedingt. Zwei Punkte aufwerfen. Einmal den letzten Punkt, den Sie angesprochen haben, mit Verwendung von den EU-Mitteln, dass das sehr ein schwieriges Prozedere ist, überhaupt an die Mittel heranzukommen. Das ist richtig. Das wird auch immer, auch wenn ich in Gesprächen bin mit Vertretern von Landesbehörden oder Regierungen, die sich dann beklagen, wie schwer es ist, dann alle Voraussetzungen zu erfüllen, überhaupt Gelder zu bekommen. Das hat jetzt nichts mit
Strafrecht zu tun oder Kriminalität, sondern einfach die Gelder überhaupt zu bekommen. Das ist die eine Seite, dass man in der EU in der Vergangenheit oft extrem vorsichtig war mit Blick auf Vergabe von Mitteln, dass alle Kontrollstrukturen eingeführt sind, dass also sehr enge, kontrollmaschige Überwachung gibt, wie die Mittel ausgegeben werden. Und da müssen Sie natürlich immer die richtige Balance finden zwischen einer Vereinfachung, ja, dass Sie sagen, okay, die Mittel müssen abfließen, auf der anderen Seite aber auch noch eine ausreichende Kontrolle. Da immer die richtige Balance zu finden, ist nicht so leicht. Und wir hatten vor 10, 20 Jahren eine sehr strikte europäische Haushaltsordnung. Jetzt geht der Trend mehr dahin zu vereinfachen. Da gucken wir von Olaf manchmal auch ein bisschen kritisch drauf und dann eben auf die Ergebnisse zu schauen, wie das Geld ausgegeben wird. Sind die Resultate da? Ja, so wird heute auf die Vergabe der Gelder geschaut. Das hat jetzt aber nicht unbedingt was mit Wirtschaftskriminalität zu tun. Ich möchte nochmal auf den Punkt Europäische Staatsanwaltschaft eingehen und auch Ihre Frage oder Anmerkung. Ja, das ist ja jetzt ein sehr kleiner Bereich, sektoral, aber umfassend. Holistischer Ansatz. Wie ist es denn mit einer möglichen Ausdehnung? Also da würde ich dann erstmal sagen, Vorsicht, die Staatsanwaltschaft hat ja noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Sie gibt es zwar schon, aber sie hat noch gar nicht ihre operative Tätigkeit aufgenommen. Sehen wir da erstmal, aber es ist richtig, auch von der Europäischen Kommission, auch von Frau von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, gab es schon Hinweise, dass sie sagt, okay, müssen wir mal gucken, ob man die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft auf Bekämpfung von Terrorismus ausdehnen kann. Und wenn Sie in den Vertrag schauen, ist der Artikel 86, der Zuständigkeitsbereich der Europäischen Staatsanwaltschaft kann durch den Europäischen Rat ausgedehnt werden auf Bereiche Bekämpfung der schweren Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension. Also das europäische Element ist ja auch die grenzüberschreitende Dimension. Das ist so ein bisschen das, was Eurojust auch macht. Terror und OK. Ja, Eurojust hat ja einen ganz weiten Bereich, so ein bisschen wie Europol. Aber ja. Eurojust koordiniert ja die strafrechtlichen Aktionen von mittelstaatlichen Staatsanwaltschaften. Also erleichtert, das ist so ein Facilitator. Und aber ich wollte dazu noch sagen, dass so ein Beschluss zur Ausdehnung der Zuständigkeit der noch nicht ihre Arbeit aufgenommen habenden Staatsanwaltschaft einstimmig durch den Europäischen Rat erfolgen muss. Also ich habe extra nochmal meine Kollegin gefragt, gesagt, also da müssen dann alles, wie viel sind wir jetzt, alle 27 mitmachen. Er sagt, ja. Also das steht im Vertrag drin. Also von daher sehen Sie schon, wie schwierig das ist, auch zu einer Ausweitung zu kommen. Aber ja, wir sind ja jetzt hier in der komfortablen Situation, dass wir ein bisschen rumspinnen dürfen und ein bisschen sehr viel weiter in die Zukunft schauen können. Und ja. Politische Machbarkeit ist kein Kriterium für uns. Aber da haben Sie natürlich recht, dass wir jetzt, dass es, wenn überhaupt, es in die Richtung geht, dass es ein sehr langer Weg wäre. Ja. Und Sie sagten, im Zeitraum von 4 Jahren ist in EU-Zeitrechnung jetzt nicht besonders lang. Vielleicht geht es am Ende überraschend schnell. Wir reden jetzt auch über eine stärkere fiskalische Integration, die vor 10 Jahren noch absolut vermintes Gelände gewesen ist. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf Sie, Herr Grisseleit. Sie haben ja, angeregt, dass zum Beispiel Behörden anderer EU-Staaten Zugriff haben sollen auf Ermittlungsbehörden in anderen Mitgliedstaaten, wenn es dort Maßnahmen durchzuführen gibt beispielsweise. Also stelle ich mir vor, dass Pariser Staatsanwalt sich des hessischen Landeskriminalamts bedient und der Abteilung, in der Herr Schlotter auch arbeitet, um Durchsuchungsmaßnahmen in Frankfurt durchzuführen. Wie kann man sich das vorstellen oder wie praktikabel wäre das? Ich frage Sie auch als ehemaligen Staatssekretär im Justizministerium. Natürlich zuckt man zunächst zusammen. Herr Schlotter hat in seinem Statement ja Bezüge darauf genommen, dass es schon eine Leistung ist, wenn Behörden innerhalb eines Landes zusammenarbeiten. Da will ich nur an die Durchsuchungen bei der größten deutschen Privatbank im Auftrag der Münchner Staatsanwaltschaft erinnern. Das funktioniert inzwischen sehr problemlos. Meine
meine Hoffnung wäre, dass solche Maßnahmen möglich sind. Natürlich, es ist klar, der Straftatbestand muss in beiden Ländern vergleichbar sein. Aber nur so können schnelle und umfassende Zugriffe auf Personen und auf Materialien möglich sein. Ich will den Zeithorizont von Frau Hoffmann gerne aufnehmen. Warum soll das nicht ein Ziel für die 20er Jahre sein? Gerade Frankreich und Deutschland würde ich als gleichwertige Rechtsstaaten bezeichnen. Ich hätte keine Probleme, wenn der französische Staatsanwalt zusammen mit dem französischen Ermittlungsrichter hier Maßnahmen ergreift, die umgekehrt Herr Schlotter aber bitte dann auch in Bordeaux ergreifen kann. Wie fänden Sie das, Herr Schlotter? Bordeaux oder Burgund ist mir gleichermaßen. Das ist selten, da gibt es normalerweise klare Vorlieben. Richtig. Nein, abgesehen ist es natürlich ein Punkt, der immens an die Staatlichkeit rührt. Ja, natürlich. An die Staatlichkeit. Und es kommt drauf an. Ich glaube, die Begeisterung würde sich deutlich weiter in Grenzen nennen. Schauen wir uns den französischen Ansatz mit der Garde à Vue, Untersuchungshaft zur Durchnehmung von Vernehmungen an. Wir stoßen dabei einer Gleichwertigkeit von Maßnahmen sehr schnell an Abwägungsunterschiede, wo wir sagen, das kann ja nach unserem Verständnis nicht sein, die in anderen Ländern dort akzeptiert werden. Wir reden jetzt hier nicht von Durchsuchungen oder von auch bei Datenzugriffen. Da können wir auch innerhalb Deutschlands uns verstreiten, ob wir sagen, eine Wohnungsdurchsuchung darf ich bei einem einfachen Anfangsverdacht machen, um nur Ortsdaten eines Handys abzurufen, habe ich Katalogdaten und habe deutlich höhere Anforderungen. Solche gibt es überall, aber man hat natürlich all die Einschränkungen, die wir in Deutschland bei strafprozessualen Maßnahmen haben, sind in letzter Linie Ausfluss der Freiheitsrechte, die unser Staat zu garantieren verpflichtet ist. Und das bedeutet auch, er ist den deutschen Bürger zu seinen Staatsangehörigen zu schützen, verpflichtet gegenüber Eingriffen mit der Staatsgewalt, die er nicht kontrollieren kann. Da stoßen wir also, glaube ich, an einen Kernbereich der Verfassung. Und wir brauchen uns nur, was diese unterschiedlichen Freiheitsrechte und Vorstellungen in EU-Mitgliedstaaten betrifft, zu erinnern, letztes Jahr an den Vortrag von Anne Sanders mit den Schlaglichten auf Polen und Ungarn. Wenn wir das von Verfassungsrechtlichen hier runtergehen, für einen Franzosen mag es oder Spanier mag es undenkbar sein, dass ein weisungsgebundener deutscher Staatsanwalt dort Ermittlungshandlungen vornimmt, statt eines unabhängigen Ermittlungsrichters. Also hier prallen Werte aufeinander, die ich eigentlich nur dann aufgehoben sehe, wenn man tatsächlich zu einem länder- und staatenübergreifenden Konsens über Berechtigung und Voraussetzungen von Zwangsmaßnahmen des Staates kommt. Und die sehe ich nicht in den 20ern. Herr Wilmroth, darf ich kurz? Sehr gerne, natürlich. Herr Schlotter, Sie haben absolut nachvollziehbar argumentiert. Wenn ich gedanklich 30 Jahre zurückgehe, haben wir damals genauso argumentiert, dass eine Währungsunion undenkbar ist. Jetzt ist sie selbstverständlich da. Wir streiten uns, ob sie vernünftig gehandhabt wird, aber sie ist vorhanden. Ihr Bild, das Sie geschildert haben und das ja auch ein sehr freiheitliches ist und ein sehr am einzelnen Menschen orientierte, ist völlig in Ordnung, sagt aber dann ganz klar, dass es eine politische Union im Bereich der Strafjustiz in absehbarer Zeit nicht geben kann. Und dann komme ich wieder mit meiner Behauptung, dass das schon eine Einladung für findige Köpfe ist, die nicht wie wir vier auf dem Boden des Grundgesetzes oder der Strafnormen stehen, sondern die sich illegale Vorteile nutzen wollen. Diese Lücken, die existieren durch unterschiedliche Auffassungen
wer Maßnahmen anordnet, was ein Betrug ist und so weiter und so fort zunutze machen wollen. Und wir haben ganz am Anfang ja auf die Fortschritte der europäischen Integration hingewiesen durch Güterfreiverkehr und finanziellen Freiverkehr. Werden Möglichkeiten geschaffen, mehr als es vielleicht vor 40 Jahren der Fall gewesen ist. Und das sehe ich mit Sorge. Herr Schlotter, Sie auch? Ich sehe auch vieles mit Sorge und ich sehe allerdings auch vieles mit einer Gelassenheit. Natürlich, vor 40 Jahren hätte man die Währung so nicht gesehen. Vor 2 Jahren hätte man, vielleicht sehen wir heute nicht die Eurobonds, die in einem Jahr kommen. 1814, ich habe Savigny zitiert, sah man sicherlich nicht 1900 ein einheitliches deutsches Gesetzbuch oder auch nur einen einheitlichen Staat und hätte hier in Wiesbaden, in Nassau begründet, warum man nicht mit Frankfurter Goldmark zahlen kann. Sicherlich, die Geschichte geht ihren eigenen Weg und das ist auch gut so. Was sie aber tut, und das sind externe Schocks, Externalitäten, die zu einer Beschleunigung führen, wie sie zwischen 1800 und 1900 waren, wie sie auch in den letzten 40 Jahren. Und da gibt einem natürlich auch das Wort von Wandel durch Handel auf den Mund, dass sich natürlich eine Angleichung der Gesellschaften, die verstärkte Mobilität auch zu einer Angleichung von Vorstellungen führt, deren zeitliche Dauer schwer abschätzbar sind. Wir sind hier wirklich in der Longue Durée. Die kann 3 Jahre dauern, die kann aber auch deutlich länger dauern. Und ja, noch zu einem weiteren Punkt. Ich denke, es ist wirklich, das habe ich auch angedeutet, bedeutsam, dass im Strafrecht große Eingriffe in die Rechte geht, eine langsamere Geschwindigkeit ist als in dem Bereich des Zivilrechts, wo es um eine Erweiterung der Freiheiten geht. Reisefreiheit, Warenfreiheit, wo es die Staaten sind, die ihre Ansprüche auf Zölle, auf Monopole, auf Kartellbildung, auf die Bildung von nationalen Champions, obwohl die ja neuerdings wieder in Mode sind, zurücknehmen müssen. Und umgekehrt, das Forum-Shopping geht aber auch auf der anderen Seite. Die neue europäische Staatsanwaltschaft kann sich durchaus die Orte aussuchen, wo die Leute ankackt, wo sie ihre Ermittlungsmaßnahmen am leichtesten zu bekommen glaubt. Also auch dort, was man durchaus auch wiederum kritisch sehen kann. Es ist also, wir werden nie ein Level Playing Field haben, weil die eine Seite immer an Regeln gebunden ist und die andere per Definition sich nicht an die Regeln hält. Und sonst wenig überflüssig. Also das war etwas zu beschleunigen. Punkt, Frau Hoffmann, das müssen Sie Ihren Kollegen mitteilen. Nutzt bitte die Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Staaten, um eure Sachen durchzubringen. Klasse Punkt. Ich würde Frau Hoffmann nicht zugeben, aber das ist natürlich schon jetzt im Handeln der Behörden in Europa gang und gäbe, oder nicht? Klar, also nein. Also das Thema Forum-Shopping war natürlich auch bei den Verhandlungen über die Staatsanwaltschaft, europäische Staatsanwaltschaft ein Thema und dass man eben Vorschriften schafft, um das möglichst weitgehend auszuschließen. Es gibt da Vorschriften, aber ich gebe Ihnen gerne zu, dass da sicherlich immer noch ein Spielraum da ist, um dann eben dort anzusetzen, wo man eben sich auch Erfolg verspricht, aber natürlich im Rahmen der Vorschriften. Also das ist schon reduziert worden, das kann man nicht einfach so machen. Aber eine gewisse Flexibilität wird wahrscheinlich schon noch mit dabei sein. Ich wollte noch, Herr Christel, Sie sind wirklich sehr, Herr Wilmroth, Sie sagten ja, wir können hier jetzt frei diskutieren, wer weiß, was alles kommt in 10 Jahren, 20 Jahren. Ich bin aber auch der Meinung, ein bisschen wie Herr Schlotter, also Ihre Idee, die irgendwie ganz toll ist, dass also jetzt wir dann mal in Bordeaux beim Glas Rotwein ermitteln können. Ich glaube nicht, dass das so schnell kommen wird. Sie sehen ja auch bei der Europäischen Staatsanwaltschaft ist das System folgendermaßen. Sie haben also einen delegierten europäischen Staatsanwalt, sagen wir mal in Deutschland, der führt das Verfahren und dann in anderen Mitgliedstaaten gibt es dann dort in Frankreich, in Bordeaux ist einer, der hilft ihm dann. Er sagt, hallo Xavier, mach mal das und das für mich. Ja, du sprichst auf Französisch. Ich meine, wir sind jetzt gar nicht auf all diese Probleme eingegangen, vielleicht auch mit der Sprache. Wir sind jetzt noch nicht, wir sprechen vielleicht mehrere Sprachen, aber noch nicht alle.
Aber das ist dann, das System ist, das eine hat das Verfahren in der Hand, aber kann sich mit anderen bedienen, die ihm dann dabei helfen, das Verfahren durchzusetzen. Also das ist jedenfalls die gegenwärtige Lage und ich denke, das ist auch erfolgversprechend. Jetzt kam anfangs das Stichwort Joint Investigation Teams auf. Also die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, punktuell fallbezogen oder auf Fallkomplexe bezogen. Man setzt sich mit Staatsanwälten, Staatsanwaltschaften, Polizeibehörden anderer Länder zusammen. Man bildet ein Team bezogen auf Fallkomplexe, um diese effizienter anzugehen, um vielleicht auch gemeinsam zu entscheiden, in welchem Land eine strafrechtliche Verfolgung am effektivsten wäre oder am sinnvollsten. Man hat jetzt im Fall von Cum-Ex, Entschuldigung, wenn ich darauf nochmal komme, aber es beschäftigt mich gerade auch wieder sehr, nach fünf bis sechs Jahren mal angefangen, da solche JITs einzurichten. Das ist für viele noch unbeschrittenes Terrain. Gleichwohl, Herr Schlotter, sind viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen Fans dieser Idee. Sie auch? Und wenn ja, warum? Es ist etwas, was noch deutlich besser ist als Ermittlungen in der Rechtshilfe. Dort gebe ich hier etwas hin und bin dann darauf angewiesen, dass diese Entscheidung anerkannt wird, das ist rechtlich so, und dass ein Kollege in einem anderen Land sie umsetzt. Und irgendwann bekomme ich die Resultate. Hier ist das Wesentliche sicherlich der Ausgang. Man schaut, wie läuft eine Ermittlung, was macht man, wie strukturiert man das, und also schon gemeinsam sich überlegt, welche Ermittlungsmaßnahmen wahrgenommen werden und sie nicht dem anderen ja vor die Füße knallt oder nicht in die Hand gibt oder begleitet. Natürlich, niemand hindert einen, sich mit Kollegen auszutauschen. Aber der Austausch ist immer fruchtbarer, wenn Leute sich nicht das Problem anhören, sondern das gleiche Problem haben, gemeinsam mit über Lösungen denken. Das ist mit der größte Charme des Ganzen. Aber man darf es auch nicht überhöhen. Das sind in der alltäglichen Arbeit punktuelle Zusammenkünfte. Man sitzt jetzt hier nicht ständig zusammen im Büro und überlegt. Man trifft sich in Den Haag organisiert, man hat Absprachen, man kann überlegen, ob Eurojust etwas aufsetzen kann. Ist der Sachverhalt dazu geeignet? Wie sieht es aus? Das sind punktuelle Begegnungen, wie alle Begegnungen mit Kollegen, egal in welchem Rahmen und gerade wenn es Kulturgrenzen überschreiten ist, bereichernd sind. Aber die natürlich allein wegen dieses direkten Kontaktes deutlich demjenigen vorzuziehen ist, der die Rechtshilfe nicht vorzuziehen. Das hat beides seine Berechtigung, beides seine unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Der persönlich allerdings natürlich deutlich spannender ist als die zuständigen Rechtshilfe-Dezernenten. Ja, eine Entscheidung, die man hat, mit der Bitte in die Hand zu geben, für deren Durchsetzung in XYZ-Land. Ist das denn etwas, das noch intensiviert werden könnte, sollte? Würden Sie wünschen, dass das bei manchen Fällen häufiger beansprucht wird, diese Möglichkeit? Oder würden Sie sagen, das ist jetzt eigentlich schon ganz etabliert? Darüber kann ich schlecht etwas sagen. In den Fällen, in denen man es sich wünscht und denkt, mein Fall ist jetzt hier dafür geeignet, kann man es selbst anstoßen. Wie andere Leute das einschätzen oder nicht, da fehlt mir schon die Tatsachenbasis, weil ich jetzt nicht weiß, hat der Kollege in Bordeaux einen geeigneten Fall auf dem Tisch liegen, wo er mich ganz toll einbeziehen könnte. Das sehe ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist ein Instrument, was etabliert ist, bei dem Eurojust eine große Unterstützung liefert, was auch in Fortbildungen, in allen möglichen Kreisen thematisiert wird. Das ist also bekannt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ich kann vielleicht, ganz kurz zur Ergänzung noch. Also diese Joint Investigation Team, die sind sehr en vogue, also sehr populär im europäischen Umfeld hier, wie Sie sagten, bei Eurojust, aber auch bei Olaf. Und soweit ich das übersehe, im Moment wird unsere Rechtsgrundlage angepasst, und damit wir fit sind, wir für den europäischen Staatsanwalt. Und da werden auch die JIT ausdrücklich in die Rechtsgrundlage aufgenommen. Also das ist auch, dieses Instrument wird hier sehr positiv bewertet. Ausgehend von sehr weitreichenden Forderungen von Ihnen, Herr Dr. Grisseleit, haben wir jetzt viel darüber gesprochen, sehr viel auf abstrakter Ebene, aber ich denke, das war okay. Wir hatten ein Fachpublikum,
Wir hatten durch die Einladung des Richterbunds sehr viele Richterinnen und Richter im Publikum. Ich glaube eher Richter als Richterinnen. Von daher hoffe ich, dass es nicht zu abstrakt war für Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ausgehend von sehr weitreichenden Forderungen haben wir jetzt festgestellt, es ist sehr viel passiert in der Harmonisierung des Strafrechts auf europäischer Ebene. Wir erleben gerade, wie eine neue EU-Staatsanwaltschaft eingerichtet wird, die EU-weit zuständig sein wird für die Betrugsbekämpfung, für die Bekämpfung von Subventionsbetrug und das Geld der europäischen Steuerzahler schützen soll. In Zusammenarbeit mit OLAF, eine Vertreterin von OLAF, hatten wir als Teilnehmerin und haben einen tiefen Einblick bekommen in die Arbeit des Europäischen Betrugsbekämpfungsamts von einer der erfahrensten Beamtinnen auf diesem Gebiet. Wir haben die Bedenken von Herrn Schlotter als einem Staatsanwalt mit Schwerpunkt Wirtschaftsstrafrecht aus dem Feld gehört gegen eine weitreichende Harmonisierung des Strafrechts auf europäischer Ebene. Und genau, wir haben festgestellt, wir sind schon sehr weit, es ist schon sehr viel passiert. Wir haben ein bisschen herumgesponnen, wir haben ein bisschen Visionen ausgetauscht, wie könnte es in 10 Jahren aussehen. Und als Fazit, glaube ich, kann man sagen, so schlecht, und ich finde, das haben Sie überzeugend drüber gebracht, Herr Schlotter, so schlecht aufgestellt sind die Strafverfolgungsbehörden gar nicht. Dieser Mythos, wonach die grenzüberschreitenden Kriminellen immer schneller sind und die Staatsanwaltschaften machtlos oder nicht die geeigneten Möglichkeiten haben. Damit haben Sie ein bisschen aufgeräumt. Ihnen allen drei danke ich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie sich die Gedanken gemacht haben, dass Sie an diesem Austausch teilgenommen haben, der hoffentlich so lebhaft war für die Teilnehmer, wie ich ihn erlebt habe. Ich fand es viel zu kurzweilig. Wir sind schon weit über der Zeit, aber das ist ja immer ein gutes Zeichen. An Sie, liebe Zuschauer, noch die Bitte, falls Sie noch am Rechner sind, manchmal vergisst man das ja, dass Sie sich bitte aktiv ausloggen, wenn wir gleich die Veranstaltung schließen. Das ist für uns nämlich dann technisch etwas mühsam. Wir machen nämlich jetzt noch eine kleine Nachbesprechung. Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und in Zukunft sehen wir uns hoffentlich in persona vor Ort in den Räumen der Evangelischen Akademie in Frankfurt oder woanders. Und damit wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.